Herr Baumgärtner, ein Stück Stollenglück. Wann kommt der erste Stollen bei Ihnen auf den Teller? Ja, eigentlich so typischerweise im November, mittlerweile berufsbedingt. Das sind dann so die ersten Stollen, die man als Weihnachtsgruß bekommt. Die landen nicht bloß bei mir, sondern meistens in der Kaffeeküche. Und gestern hatte ich tatsächlich den ersten Stollen schon. Jetzt sind wir Mitte November. Das finde ich okay. Da weiß man schon, was jetzt dann kommt mit der Weihnachtszeit. Ich habe es genossen. Ich habe mich so gefreut darüber, weil es einfach einmal ein Einläuten der letzten Jahreszeit, einer nicht nur besinnlichen, sondern auch ganz schön stressigen Weihnachtszeit ist. Mich freut es für die Bäckerinnen und Bäcker, dass sie dieses Jahr wieder so viele gute Preise gewonnen haben, dass die Bäckerinnung München, Landsberg und Erding diese Preise auch vergibt, dass es sich die Arbeit macht, müsste man ja nicht machen, und dass sich vor allem die Bäckerinnen und Bäcker diese Herausforderung stellen. Denn das heißt, was in den Bäckereien landet, ist Qualitätsarbeit. Das ist keine Massenware wie in den Discountern, sondern das ist etwas, was besonders schmeckt. Da darf es einmal ein bisschen weniger sein, dafür aber qualitätvoller. Und wenn dann der Prüfer schon abwertet, weil der Zuckerbestäuber nicht so ganz über den ganzen Stollen ist, weiß man, wie viele Voraussetzungen man an eine gute Ware hat. Und deswegen kann ich nur sagen, aus dem, was ich gestern probiert habe, einen Münchner Kindlstollen, absolut gut. Es lohnt sich, sowas zu kaufen. Haben Sie denn Lieblingsstollen? Mögen Sie Rosinen zum Beispiel? Es gibt ja auch welche, die da so ein paar andere Dinge bevorzugen. Also zum Glück bin ich gegen so gut wie nichts allergisch. Deswegen darf es bei mir alles sein. Probieren tue ich immer gern. Das kristallisiert sich dann so mit der Zeit raus. Und wenn ein bisschen Marzipan drin ist, ist es garantiert nicht schlecht. Freuen Sie sich auf die Weihnachtszeit? Ich freue mich total auf die Weihnachtszeit. Nicht nur, weil wir unseren eigenen städtischen Christkindlmarkt haben. Und das ist ja auch wieder so ein Fixpunkt im Jahr, wo Menschen zusammenkommen, wo wir auch viel Kunsthandwerk auf dem Christkindlmarkt haben, ganz anders als andere Christkindlmärkte. Sondern es ist auch etwas, wo man mal ein bisschen innehalten kann, selbst wenn es stressig ist. Und allein der Anblick von einem mit 3000 Kerzen erleuchteten Baum, dem Christkindlmarkt drunter, auch der Musik, die dabei ist, den Gerüchen, Glühwein, Stollen, Platzer. Ja, das ist einfach schön und das gehört dazu. Das ist eben ganz anders als in anderen Teilen der Welt, wo das ganze Jahr so uniform vor sich hin plätschert. Da weiß man, wenn man die Augen zumacht, wo man ist, und das genieße ich. Sehr schön, vielen Dank.